Schnapp mich. Tu ihm das nicht an! Wo ist die Manhöhle? Ich sage Ihnen, wo die ist. Sie sagten also, Sie suchen die Manhöhle. Ist Ihnen nicht, Jasper? Er wird das Ihnen sagen. Ihr wisst, er wird das Ihnen sagen. Jetzt! Wo ist die Manhöhle? Die ist, im Swellview Park. Ja, Jasper! Gut gemacht, Jess. Manchmal kürze ich seinen Namen ab. Jess. Wo bin ich? Oh, im Swellview Park. Spielplatz unter dem Drehkarussell. Drehkarussell? Okay, dann kommst du jetzt mit. Wieso? Du zeigst mir das Drehkarussell. Also, damit ich Superkraft bekomme, lasse ich mich von einer irren fremdländischen Eidechse und einer Buschbinde beißen? Er denkt, dass sie beißen. Was? Nein. Nein, weißt du, wenn man ihr Gift kombiniert und die Mixtur erhitzt, dann wird daraus ein Dampf und den atmest du ein. Ich muss giftigen Dampf einatmen? Ja, das beschleunigt deine Reflexe und schärft deine Hand-Augen- und Fuß-Augen-Koordination. Also, du sagst, davon kann Henry sich schneller bewegen? Ja, wenn man es sagen will wie ein Dummi. Leute, das kommt mir irgendwie sehr schräg und gefährlich vor. Ja, das ist es auch beides. Warte, ja, was? Ich mag dich nicht. Aber ich bin so freundlich. Und ich glaube nicht, dass die Manhöhle hier in der Nähe ist. Ich glaube, du hast mich angelogen. Nein, ich würde nie lügen. Ich liebe die Wahrheit. Ich betrachte die Wahrheit als meine Freundin und würde sie nie hintergehen. Findest du dich witzig? Nein, wenn ich Witze erzähle, dann lacht niemand außer meiner Oma und die weiß nicht mal mehr, wer sie ist. Nachdem ich hier mit deinem Gehirn durchgerüttelt habe, weißt du nicht mehr, wer du bist. Na, mein Freund Kuckuck. Oh. Wow, du hast gerade Drax umgehauen, Kid Danger. Aha. Oh, jetzt kommt er wieder hoch. Ja, renn lieber weg. Schon dabei. Na dann. Na dann. Wo ist dein großer Bruder, Captain Man? Wahrscheinlich bei deiner großen Schwester. Guck mal, da sind wieder Kid Danger und dieser gemeine Kerl. Ruft irgendwer die Polizei? Mit dir wische ich den Rasen auf, Junge. Rasen wischt man nicht auf. Schwachkopf. Das reicht. Nicht mal nah dran. Du kriegst mich nicht. Da kommt die Polizei! Das ist Drax! Kid, ich schlag und trete dich 10.000 Mal! Cool, ich helfe dir beim Zählen. Auf die Plätze, fertig, los! Daneben! Null! Immer noch null! Und wieder nicht! Oh mein Gott, ein Konflikt! Bereit, wenn du es bist! Wie bist du so schnell geworden? Das geht dich gar nichts an. Halt lieber den Mund. Hier ist euer Handbuch.
Wieso nicht der Mancopter? Weil du, bevor du meinen super coolen Mancopter fliegen darfst, der tatsächlich existiert, erst lernen musst, diesen Leihhelikopter zu fliegen. Okay, fein. Wie auch immer, starten wir die Kiste. Ich will fliegen. Hey, 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 so leicht ist das nicht. Oh, ist das nicht? Nein, ist es nicht. Ich meine zum Beispiel, einen Helikopter zu starten ist nicht wie bei einem Auto. Du siehst, hier sind buchstäblich Dutzende von Knöpfen, Hebeln, Lichtern, überall. Und es braucht Zeit und Erfahrung. Alter, du hast gesagt, ich darf fliegen. Ja, aber ich muss es dir erst beibringen. Bring's mir bei, während ich fliege. Ah, denkst du, du bist bereit, das Ding zu fliegen? Das bin ich, ja. Na dann, tauschen wir Plätze. Oh, okay. Okay. Los, okay. Bist du soweit? Ja, machen können wir. Ich geh vorne rum, ja? Okay, dann los. Warte. Im Uhrzeigersinn. Also vorne im Uhrzeigersinn. Rum, ja? Uhrzeigersinn. Ja, komm. Dann geh weiter. Ja, komm. Ich geh vorne rum und du gehst. Mit der Banane. Oh, pass auf, mit meine der Banane. Banane. Du spielst uns noch alles voll. Ich nehm die Banane, du nimmst den Stick. Sekunde. Hast du ihn? Ich hab's. Hast du's? Hast du's? Gleich. Hast du auf? Benno! Ah, Mist. Das war meine Banane. Yeah! Ist ja gar nicht so schwer. Ja, pass einfach auf. Ja, kein Problem. Hey, das ist meine. Trotzdem trinke ich sie jetzt. Nein, das machst du nicht. Sag mir nicht, was ich tun kann und was nicht. Ich werde jetzt... Nein! Verflixt! Hey, hey, hey. Was? Ich wette, diese Cheerleader hätten liebend gern ein Selfie mit Captain Man und Kid Danger. Das wette ich auch. Siehst gut aus, Captain Man. Mir geht's auch gut, Kid Danger. Dann bringe ich uns mal runter und lande bei den Cheerleadern. Nein, 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 lass mich landen. Nein, nein, ich kann landen. Hast du schon mal einen Helikopter gelandet? Zwar nicht, aber... Du hast also noch nie einen Helikopter gelandet, weißt aber ganz genau, wie ein Helikopter gelandet wird. Kann doch nicht schwer sein, einen zu landen. Es ist sogar sehr schwer, einen zu landen und deshalb werde ich das übernehmen. Nein, nein, nein. Du willst doch nur angeben vor diesen Cheerleadern. Hey, weißt du was? Du hast recht. Also tausch den Platz mit mir. Was? Nein! Nein! Hallo, hier spricht Ihr Captain. Und jetzt raus aus diesem Sitz! Nein, ich will selbst landen! Rutsch jetzt gefälligst hey, rüber! Nein, rutsch nein, gefälligst nein, gefälligst rüber! Du bist ich werde die Kiste landen! Da, sag ich hab das voll drauf! Sag mal, spinnst du? Was machst du denn da? Hey! Das ist der Helikopter, den Ray gemietet hat! Oh ja, lass uns winken. Hi! Leute! Hey, hier unten! Hey, hier. Seht ihr uns? Das raus aus dem Ruhe. Sitz! Ich will landen! Der Mann, du wirst das Gerät nicht verstanden! Weg da, du... Okay, 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 alles gut. Alles okay, okay. Er ist unzerstörbar. Es ist kein Problem, dass er da gerade rausgeflogen ist. Hey, haben Ray und Henry irgendwas aus dem Helikopter rausgeworfen? Ja, sieht aus wie eine Captain Man Actionfigur. Oh, ja, richtig. Hm? Warte, hörst du auch was? Ja, hört sich an wie... Oh, das ist keine Actionfigur. Oh mein Gott, das ist Ray. Warte. Was? Ich denke, er landet auf der Zuckerwatte. Oh ja, das tut er. Ja, das ist perfekt. Ich weiß, was für ein glücklicher Zufall. Er wird gleich landen. Komm schon, da komm schon, Ray. Ray, guck mal, was hier eine ist. Da kannst du landen. Minyak. Dr. Minyak. Du bist kein Doktor, sondern ein Schurke. Oh, das eine schließt doch aber das andere nicht aus, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Nun, man kann ein Doktor und gleichzeitig ein Schurke sein, das will ich damit sagen. Ja, und dein Klugscheißer dazu? Was machst du denn? Ich glaube, Dr. Minyak ist gerade bei mir zu Hause. Okay.
Ist da auch deine Mom? Nein, wieso? Ach, nichts. Ich denke nur oft an sie. Was, Ray? Hey da, wo steckt ihr beiden? Ich verlange Aufmerksamkeit. Okay, Minjek. Wo steckst du? Wer? Ich? Was? Ah, ganz zufällig bin ich im Haus der Präsidentin deiner Man-Fans. Okay, hauen wir ihn weg, den Minjek. Los geht's. Oh nein. Wenn ihr zwei Supernullen hier auftaucht und nicht da bleibt, wo ihr seid, dann fliegt die Kleine. Hilfe! Er hat in Holland die Meter! Heliometer! Was soll das heißen, die Kleine fliegt? Ja, was soll das heißen? Naja, wenn ich hier mit auf die Helium gefüllten Ballons ziele, erhöhe ich exponentiell deren Heliosizität. Und dann wird eure Fanclub-Präsidentin hier buchstäblich durch die Decke gehen und dann immer weiter aufsteigen bis zum Mond. Zum Mond? In den nächsten 3 Stunden werden meine Gehilfen über Svelvio herfallen und sie plündern, stehlen, brandschatzen und was euch sonst noch so einfällt. Und ihr unternehmt nichts, um mich aufzuhalten, denn ich habe euch genau im Blick, Kid Danger und Captain Man. Sobald ich euch nicht mehr im Blick habe... Fliegt das Mädchen! Mach ein totales Wrack aus Minjak. Okay, bye. Ja, hallo. Hi, ich verkaufe Lithium-Batterien. Du verkaufst was? Okay, jetzt ist er abgelenkt. Los, los! Okay. Und wie weiter? Ja, was hast du vor? Ich will das Minjak glaubt, ihr werdet noch in der Männhöhle. Gut, stellt euch vor die Kamera. Na los, beeilt euch. Okay, und wie sollen wir stehen? Das muss da durch. Wie? Und dann die Enden überkreuzen. Nein, 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 nein. Du hältst die Klappe. Wieso sagst du es mir nicht ins Gesicht? Das tat ich gerade. Na los, dreh dich um. Wie umdrehen? Wozu das jetzt gut sein soll? Richtig umdrehen und den Kopf nach oben. Mein Kopf nach... Ha? Überraschung. Er hier ohne Vorwarnung. Ja. Ja. So, jetzt runter mit den Waffen oder eure Präsidentin fährt hoch in die Lüfte zu den Zwergen hinter den Bergen und ich hoffe, die spannen hier ein Tuch auf. Okay, na gut, okay. Wir nehmen sie runter. Ha! Ich hab gewonnen! Ja! Das ist meine! Los raus hier! Und schneller! Komm zurück, du Feiges! Ach schon, Kid, runter mit dem Ding! Ja, genau. Die Runde hast du verloren! Hey, ihr! Die Präsidentin zurück auf den Stuhl! Wer sagt das? Gib mir meine Waffe! Nö, keine Lust. Wie wär's mit einer Gesichtspalme? Gesichtspalme? Was ist das denn? Oh. Yes. Ich hab's getan. Tut mir leid, Captain Man und Kid Danger, aber ich fürchte, ihr seid jetzt meine Marionetten. Und ich bin der Puppenspieler. Weg hier, weg hier. Wisst ihr, Jungs, der Weltrekord für das größte Publikum, das sich einen Livestream ansieht, liegt bei 9,8 Millionen. Und ich hab vor, diesen Weltrekord zu brechen. Mit einem Livestream-Video, in dem ihr beide ein paar unerhört lächerliche, peinliche Dinge vorführt. Toller Plan. Ist das alles? Ich bin so froh, dass ihr diese Frage stellt.
Um sicherzustellen, dass unser Publikum so groß wie möglich ist, verspreche ich jedem Zuschauer eine Überraschung. Was für eine Überraschung ist es? Ein Augenblick, ja? Du weißt schon, was es ist! Euch erzähle ich's auf jeden Fall. Beim Erreichen von 10 Millionen Zuschauern reißt ihr beide euch die unvorteilhaften Masken vom Gesicht und legt der Welt eure wahre Identität zu Füßen. Hey, können wir uns zum Abendessen eine fette Henne machen? Ja, und ja! Und jetzt haben wir ein bisschen vor Livestream Spaß. Mögt ihr eigentlich Musicals? Also, aufgepasst! Three little mates from school are we. Bored as a schoolgirl well can be. Filled to the brim with girlish glee. Three little mates from school. Everything is a source of fun. Nobody's safe, but we care for none. Life is a joke that's just begun. Oh, three little maids who all unwary come from a lady's seminary. Free from a genius to Tulare. Three little maids. Three little maids from school. Zeit für fette Henne, Zeit für fette Henne, Zeit für fette Henne. Nachher! Okay, Fanboys und Girls, amüsiert euch mit diesen beiden Leckermäulchen. Aber es bleibt dabei, sobald wir die 10-Millionen-Marke erreichen, lassen Captain Man und Kid Danger ihre Masken fallen und dann offenbaren sie uns, wer sie wirklich sind. Was machen wir jetzt? So wird Frankini die beiden zwingen, sich preiszugeben. Ich weiß. Hol den Topf Creme und polier mir die Glatze. Was? Wieso? Dann kann ich mich konzentrieren. Los jetzt! Okay. Nein, reib den Kreis hin. Okay. Uhrzeigersinn. Ja. Leute, ich mein's vollkommen ernst. Ihr solltet jetzt nur noch eins livestreamen. Und das ist er hier, ganz allein. Denn wenn ihr uns nicht zuseht, verpasst ihr den Sitzsturm. Oh mein Gott, wir sind fast bei 10 Millionen. Ha! Frankini hat 9,99 Millionen Zuschauer. Nein! Verdammt! Hey, hört auf, euch Frankini anzuschauen! Seht ihr nicht dieses überreife, gewaltige Ding? Sagt's euren Freunden! 9.999.999 Jungen! 10.000! Millionen! 10.000 Millionen! 10 Millionen! Okay. Oh mein Gott! Geschafft! Ich bin der allerbeliebteste Livestreamer im ganzen World Wide Web. Ich meine, ihr streamt mich. Oh ja, 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 ihr streamt mich. Oh ja. Ich danke euch. Das geht los. Und jetzt, so wie versprochen, wird es Zeit für Captain Man und Kid Danger, ihre Masken abzulegen. Sie lassen jetzt die Masken fallen! Ich bin fast fertig! Um was zu tun? Um den Strom in ganz Fairview abzuschalten! Was? Wozu? Na, weil, wenn kein Strom mehr in der Leitung ist, wird der Stormitron nicht mehr funktionieren! Aber, echt clever! Nein! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, kein Strom. Was? Was hast du angestellt? Ich überhaupt nichts.
Nein, nicht bestrafen. Goomer! Goomer! Kit, alles klar? Ja, ich denke schon. Zeig's mir, wo waren deine Hände? Meine Zunge schmeckt nach Wurm. Ja, meine auch. Du Schwachkopf, wo ist der Stecker? Das habe ich selbst gesagt. Das war alles so gut. Wir haben uns wieder voll unter Kontrolle. Gut, runter mit den Frankini-Klamotten, bevor es wieder Strom gibt. Genau, erst mal eine Blase und wieder ins eigene Beinkleid. Das hat keinen Reim. Los, blas eine Blase, der Reim kommt später dran. Oh nein, bitte nicht. Voll im Eimer, wie hast du das bloß hingekriegt? Oh mein Gott, hier passiert was. Wo sind meine Frankini-Bottoms hin? An deiner Stelle würde ich mir um den Frankini-Hintern Sorgen machen. Oh. Noel, das ist Henry. Du wirst die Tage bei ihm pennen. Hi. Hey. Echt cool, dich kennenzulernen. Du kannst bei mir wohnen. Was? Ja, was sagst du? Du kannst bei mir wohnen. Ich meine, du brauchst Warte, was, sie wohnt bei mir. Kannst. Und ich habe keine Katzen oder Nüsse. Hab ich auch nicht. Also, Miss Shapen, bei mir ist das hey, total... Hey, wer hat die falsche Zahl genommen? Ich habe die falsche Zahl genommen. Sie wohnt bei mir. Richtig, Noel? Ich danke dir. Oh Mann, das ist erbärmlich. Oh, Charlotte, gehst du jetzt endlich in dein Klassenzimmer? Aber ich... Schon verstanden, ihr seid allesamt verrückt. Ja, echt? Allesamt... verrückt. Diesen Samstag wollen mein Bruder Henry und dieser Kerl da, Jasper, beide mit dir ausgehen. Oh mein Gott, das ja, ist ja, wen so... nimmst du? Ich meine, das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich schätze Jasper. Ja, Baby! Chaka, chaka, Chu-Chu, voll ins Gesicht! Warte. Warte, das ist bloß eine Verwechslung. Du bist sicher verwirrt, Noel. Ich bin Henry. Das ist Jasper. Ich, bin der hier. Ich weiß, und ich finde dich süß, aber... Jasper, lass uns Samstag ausgehen. Das fände ich toll. Moment, warte, was? Ja! Hey, Kale, du und ich Samstagabend. Und kauf dir ein neues Shirt. Hey, Kale. Ich will nicht. Nur, wieso Jasper? Naja, keine Ahnung. Ich schätze, weil ich sein Lächeln mag. Wo geht Jasper mit dir essen? Ach, keine Ahnung. Die wollten in so ein neues Restaurant namens Kellerloch. Kellerloch? Wo ist das? War Noels Tipp. Sie sagte, da gibt's super Meeresfrüchte. Oh, wow, super Meeresfrüchte. Ich hoffe, Jasper verschluckt sich nicht an einem Shrimp. Oh, oh. Was gibt's? Ein Notfall. Sekunde. Das ist ein Video von der Swellview Police. Captain Man, Kid Danger, hört zu! Wir haben einen Jungen gefunden! Er liegt hier auf der Straße und all seine Zähne sind verschwunden! Und was ist dir passiert? Die haben meine Zähne genommen, einfach raus aus meinem Mund und ich bin super sauer! Ich verstehe kein Wort von dem, was dieser Freak sagt. Naja, er hat keine Zähne. Ist schwer zu reden ohne Zähne. Ja, du hast vermutlich recht. Hier, halt mal. Gentlemen, einen Moment, Leute. Dann borge ich mir Ihre falschen Zähne. Okay. Danke. Okay, Kleiner. Mach den Mund auf und ich versuch, das hier reinzukriegen. Nein, werde ich nicht. Nein, einfach schön. Alles gut. Okay. Und jetzt sag uns deinen Namen. Ich bin Sebastian. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Wisst ihr, ich habe ein Mädchen kennengelernt. Wir wollten zusammen essen. Sie hat mich mitgenommen an diesen Ort. Namens Kellerloch. Was, Kellerloch? Warte, da sind Noel und... Und du weißt schon, wer. Ja, Noel, das war ihr Name. Oh mein Gott. Noel, wieso tust du mir so etwas an? Na, ich brauche eben Geld. Und außerdem bist du mir egal. Danke für deine Ehrlichkeit. Macht euch bereit, euch eure Zähne entfernen zu lassen. Macht brav den Mund auf.
Nächste Hacke! Au! Die Tür geht nicht kaputt. Sekunde, warte, ich helf dir. Was, warte, was hast du vor? Da sind Captain Man und Kid Danger. Das, was du tust, ekelt mich an. Aber physisch gesehen, da machst du mich happy. Also. Oh Mann. Kid, trickst dich die Kleine aus, sodass du sie gleich küsst? Was? Nein, eklig. Ich will sie doch nicht küssen. Ekelhaft. Da ist sie. Lass das. Nein, lass das. Schwarz, rein hier. Okay, also du bist Piper. Du bist Karl. Prima, aber ich gehe nicht daraus zum Tanzen. Musst du auch nicht. Bevor ihr nach vorne auf die Bühne geht, finden wir raus, wer hinter der Sabotage steckt. Genau, also bleibt einfach hier und haltet die Augen offen. Das ist doch nicht Karl. Okay, Leute, zeigt, was ihr drauf habt. Hey! Hallo. Der Bart sieht falsch aus. Du lässt deine Konkurrenten dein Frettchen streicheln, sodass sie ohnmächtig werden und du den ersten Platz machen kannst. Und das hast du herausgefunden, ja? Allerdings. Ach so, der da auch. Wer? Ja, sehr schön. Empfange das Frettchenöl. Hab süße Träume. Show. Danke, Mann! Also, Steven, du bist noch gar nicht dran. Oh, halt deinen dummen Mund, Danny Chest! Wow. Junge, geh von der Bühne, bis du dran bist. Nein! Ich kam in die Show, um ein Mädchen zurückzugewinnen, das Kid Danger mir weggenommen hat! Nein, ich hab sie dir nicht weggenommen. Und ob du das hast? Nein, Steve. Und weg, Danny Chest! Hey! Mein Mädchen war verrückt nach mir. Und dann wurdest du Captain Man's Sidekick. Da hatte sie nur noch Augen für den coolen, gut aussehenden Kid Danger. Wie sieht sie denn aus? Ist sie hübsch? Hat sie eine Mom? Mir mein Mädchen abspenstig gemacht. Also, friss Messer, du Wicht! Ist deine Krankenschwester anwesend? Okay, offenbar treffe ich Kid Danger nicht. Oder Captain Man. Aber dich treffe ich garantiert, Danny Chest. Du wirst Danny Chest in Ruhe lassen. Das war's. Rein? Naja, das kriegen wir alleine hin. Nein! Nein! Ich hab's für mein Mädchen getan! Alles, was ich will, ist mein Mädchen zurück! Wow! Und das war alles live hier bei Svalbus Got Talent! Piper Hart hat mir das Leben gerettet!
Jeff! Was zum... Oh Mann. Wer bist du denn? Solange Captain Man und Kid Danger in diesen Löchern sitzen, hab ich die Verantwortung. Quatsch, die hab ich! Nein, du bist nur zum Fahrer ernannt worden. Keine Ahnung, wo ihr Mistkröten herkommt, aber zieht wieder Leine. Oder soll ich euch auch in Löcher stopfen wie Captain Man und Kid Danger? Wir sitzen nicht wegen Jeff hier drin. Wir sind durch den vergammelten alten Boden gebrochen. Wir sind Opfer von Gammelholz. Lügner! Warum heißt ihr nicht Captain Lügner und Schwindel Danger? Okay, Jeff, nimm den Rücken hinter die Hände. Andersrum. Nimm die Hände hinter den Rücken. Nein. Wenn du das nicht machst, blaste ich dich hiermit. Sohn, du wirst keinen blasten. Hast du gehört? Ruf die Polizei. Ja, Sohn. Hey, Kleider, ich setz mich jetzt auf Captain Man mit meinem Po. Das machst du nicht. Jeff, lass dich dir das nicht. Nee, du machst das. Ich komm immer näher. Blast ihn weg. Blast ihn sofort weg. Los, tu's. Jetzt habe ich drei Kerle besiegt. Okay, das reicht. Warte, Piper, ich weiß nicht, du Kackbacke. Piper, komm mit, Mädels, Vorsicht mit diesen Waffen. Und vergesst nicht, Jeff ist wirklich dämlich. Das habe ich gehört. Also schön, Jeff. Wo steckst du? Bewegung! Ja? Sorry, Mädels. Ihr zwei werdet jetzt K.O. geblastet! Nein, Jeff! Tu das nicht, Jeff! So ein Mist! Keine Batterie mehr! Schnell, Piper! Schnapp dir diese antiken Videorechtecke! Okay! Ja! Das nenne ich VHS-Power! Das rockt! Okay, alles klar. Ich glaube, diesen Typen hat er erledigt. Ihr habt es geschafft. Das reicht jetzt. Nur noch zwei mehr. Nimm vier Stamps. Und Gandhi. Sorry, Gandhi. Manchmal ist Gewalt doch die Antwort. Wer hat mich erwischt? Du hast dich selbst erwischt. Tja, typisch, Jasper. Hey, ich rufe die Feuerwehr, damit die euch aus diesen Löchern rausholen. Gut. Und die sollen sich beeilen, sonst pinkel ich mir in meine Captain-Man-Hose. Nein, bevor ich vor Hunger sterbe, ruft einen Pizzalieferservice an. Du willst wirklich, dass ich zuerst... Moment, ich habe hier was zu essen in meiner Hose. Zum... Ein Hamburger! Eklig! Ich beiß in keinen Hamburger, der in deiner... Oh.